Mein heutiger Stargast kommt aus Tirol, ist schon lange im Schlagergeschäft und hat sich nun eine andere Art des Musikmachens ausgesucht. Welchem Sound sich Gilbert verschrieben hat, hören Sie jetzt. Idylle pur. Hier in den Bergen des Tiroler Ötztales sammelt Schlagersänger Gilbert Kraft für seine zahlreichen Auftritte im deutschsprachigen Raum. So kennt man ihn auf der Schlagerbühne. Lange hegte er einen musikalischen Traum, ein Unplugged-Album zu veröffentlichen. Nun hat es sich ihn erfüllt. Herzlich willkommen, Gilbert. Hallo, Verena. Ich kann mich erinnern, sind wir im Sommer mal draußen gesessen, da haben wir über deinen Zeckenbiss geredet damals und was du für Scherereien dann gehabt hast. Und jetzt sitzt du wieder zu meiner Rechten, muss ich sagen, jetzt einmal erinnern. Und ich höre, du hast es nicht genau dasselbe, aber was ähnliches wie mein Kollege Wolfgang Birchner. Du bist mit dem rechten Knöchel. Mit dem linken. Mit dem linken. Was anderes. Gut, der linke Knöchel. Aber ich glaube, das ist wesentlich weniger wie beim Wolfram. Also an der Stelle im Wolfram alles Gute. Wolfram, alles Gute, bitte. Aber du hast hier einen Leidensgenossen, aber die Sehnen sind durch auch. Ja, da habe ich mir ein paar Bänder gerissen. Ist ganz blöd zugegangen. Es geht ja immer blöd zu. Wo, beim Semmel holen? Nein, ich habe ein kleines bisschen wieder angefangen zum Sporteln, Bouldern in der Halle. Bin, ich glaube, ein Meter oder sowas runtergesprungen und da waren die Matten waren nicht ganz zusammengeschoben. Also die waren in der Mitte so ein kleines bisschen auseinander und da bin ich irgendwie im Bein reingekommen. Und dann hat das einen ziemlichen lauten Schnalzer. Nee, erzähl ich jetzt. Schnalzer gemacht. Ja, grausam. Aber gut. Es ist grausam. Schmerzen sind schon besser? Ich habe alles wieder im Griff. Also ich habe sehr, sehr gut therapiert. Mhm. Ich habe Ruhe gegeben. Das ist das erste Mal, glaube ich, nach so einer Verletzung. Und dann siehe da, was das wirkt, Wunder. Das ist unglaublich. Aber du bist ja sehr sportlich. Also ein bisschen pausieren musst du schon jetzt, oder? Ja, es ist irgendwo Haut. Heuer geht's. Es haltet sich im Rahmen, da wir ja jetzt nicht 3 Meter jeden Tag 1 Meter neue Schnee haben, weil die Schneeverhältnisse nicht ganz so gut sind. Wobei es geht trotzdem sehr, sehr gut zum Skilaufen bei uns. Aber da muss ich jetzt durch. Da musst du jetzt einmal durch, genau. Und hast aber mehr Zeit zum Musik machen. Natürlich. Das ist die und das ist Geschichte. Genau, mehr noch. Und es ist ein Unplugged-Album. Warum war es dir so wichtig, ein Unplugged-Album zu machen? Ja, eigentlich war es immer schon ein riesengroßer Wunsch, Traum von mir, sowas zu machen. Einmal so ins Studio zu gehen, wie sie es damals in die 60er Jahre gemacht haben, also mit der Band reingehen, das One-Take reinzuspielen, also praktisch alles unter einmal. Mhm. Aber es ist ja nicht so einfach, einmal die Musiker zu finden, dann vor allem also sehr gute Musiker zu finden aus meiner Umgebung, das habe ich geschafft, das ist ein riesengroßes Glück, die sind alle aus Tirol. Und vor allem, dass das auch menschlich passt. Und da bist du zu denen hingegangen und hast gesagt, du, ich plane dein Unplugged-Album, würdest du dir das zutrauen, wie ist das mit mir? Es hat sich so Step-by-Step ergeben. Also man hat sich dann, der eine ist wieder, hat man gemerkt, der passt nicht so dazu, da ist ein anderer dazugekommen. Wir haben einfach die Art von meiner Musik versucht, Unplugged ein bisschen umzusetzen. Mhm. Und dass es dann noch das dritte Jahr praktisch jetzt dieses Projekt, dass wir da schon ein eigenes Album jetzt machen, das hätten wir uns selber nicht gedacht. Ja. Mein schönstes Gedicht ist die erste Nummer. Warum hast du die gewählt als erstes? Ja, es ist eine wunderschöne Ballade. Mhm. Es ist, geht mir selber auch ganz, ganz tief unter die Haut. Ich habe es natürlich nicht alleine entschieden, hat auch das Management und auch die Jungs selber haben gesagt, also das könnte etwas sein, was auch beim Publikum gut ankommt. Und wir haben es auch vorweg getestet, natürlich bei sämtlichen Konzerten. Und die Reaktionen, die waren so toll und überwältigend, dass wir dann gesagt haben, das machen wir jetzt als erstes hingehen. Das denke ich mir nämlich, ist oft eine schwierige Entscheidung, wenn du so viele Nummern schreibst. Und irgendwann denkst du dir dann, mit welcher öffnen wir das Album, mit welchem schließen wir, nicht? Die Reihenfolge immer festzulegen ist sehr schwierig. Die Geschichte vor allem, weil als Musiker denkt man ja meistens ein bisschen komplizierter, zu wenig kommerziell.
Und darum muss ich sagen, glaube ich, war die Wahl also sehr gut. Wir sind damit in Deutschland in den Top 10, Österreich Top 5. Ja, ja, ihr seid also sehr erfolgreich damit toll jetzt schon. Ja, die passenden Musiker, aber du hast jetzt schon gesagt, es ist schon viel Arbeit. Du hast dir nämlich die Musiker selber gesucht. Das ist es ja. Das macht normalerweise auch ein Management und du wählst die Musiker zusammen. Oder ist das so höchstpersönlich, wenn man unplugged spielt, dass man sagt, wenn, dann mache ich selbst oder für dich halt. Mir war das ein Bedürfnis. Für mich war das ganz, ganz wichtig, weil mein Lebensmotto kennst du ja mittlerweile. Der Weg ist das Ziel. Ich möchte das, was ich tue, spüren. Und vor allem möchte ich dann auch die Zeit mit Menschen verbringen, die ich auch spüre und die dasselbe spüren wie ich. Das Schwierige war das, weil die kommen ja eigentlich alle aus anderen Genres. Also die kommen aus der Pop-Rock, aus dem Jazz. Und sich da mit dem Gilbert, der eigentlich ein Schlagersänger ist, und jetzt auf so ein Projekt einzulassen, ist natürlich für sie auch am Anfang war das spannend. Aha. Aber mittlerweile finden sie es ganz, ganz toll und wir haben unglaublich viel Spaß und freuen uns auf jeden Auftritt. Super, und man profitiert, aber kann ich mir dann vorstellen, auch voneinander irrsinnig viel. Total, also du nimmst sehr, sehr viel mit von dem Ganzen. Also gerade von jedem Einzelnen, du kannst nur lernen und kannst dich weiterentwickeln. Mhm. Und das ist ja das, wozu man eigentlich auf der Welt sein will. Das Schöne. Ich habe in deinen Presseunterlagen gelesen, mit 8 hast du bereits dein erstes Instrument gelernt. Was war das? Es steht nirgends, was das war. Eine Ziehharmonika war das. Ziehharmonika. Ja, das war unglaublich toll. Bin ich meinen Papa, Gott hab ihn selig, irgendwo heute noch dankbar, auch meiner Mama, meine Eltern, die mich da sehr, sehr unterstützt haben. Haben sofort bemerkt, dass ich da eigentlich unglaubliches Talent habe, weil ich habe eine Ziehharmonika geschenkt gekriegt und habe, glaube ich, 3 Stunden später das erste Stück gespielt. Okay. Und habe noch nie sowas irgendwie betätigt mit dem Alter, klar. Das ist unglaublich, so eine Begabung, gell? Ja, das ist, also ich weiß auch nicht, ich habe es einfach irgendwie können. Okay. Und das haben sie natürlich dann gleich gefördert und das hat wirklich Früchte getragen. Mhm. Wobei das nicht immer ganz einfach war, über Jahre hin, gerade junger, hätte ich oft einmal lieber Fußball gespielt. Mhm. Aber da waren sie dann doch sehr konsequent. Und heute bin ich froh, dass sie das waren. Dass du das weitergemacht hast. Im Sommer möchte ich noch auf das zu sprechen kommen. 9.6. bis 11.6. in Imst. In Imst. Da ist was ganz Tolles. Lade ich alle ein, natürlich auch also Wien und Umgebung bis vor allem in ganz Österreich. Größere Umgebung halt. Wien und ja. Ja, das ist immer mein Highlight. Also das Gilbert Festival. Vom 9. bis 11. Das ist immer eine ganz tolle Sache. Heuer eben ein Abend, also am 10., wo wir einen kompletten Abend Unplugged spielen auch. Also dieses Album unter anderem auch vorstellen und dann am 11. wieder Gilbert mit Band auch und tollen Vorprogramm. Und am 9. da mache ich so mehr oder weniger ein Meet and Greet, wo ich mit vielen, also alle möglichen Dinge. Tolles Programm, sieht man, im Juni in Imst. Ich danke dir sehr, Gilbert, dass du bei uns warst. Bitte nächstes Mal kommst gesund, ganz gesund. Ja, aber ganz gesund, ja. Ich verspreche es dir. An dieser Stelle nochmal den Wolfram, alles Gute zu Hause. Alles Gute, Wolfram. Und jetzt geht es noch weiter mit heute konkret und Claudia Reiterau. Und ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Morgen. Auf Wiedersehen.